gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, dem 13. Juli. Schön, dass Sie wieder reinschauen. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde ganz im Osten. Seit 20 Jahren gibt es ihn im Görlitzer Hauptbahnhof, den Verein Ideenfluss am Gleis 1 Kulturpunkt. Dieser ist untrennbar mit Birgit Bältle verbunden. Als Motor des Vereins sorgt sie nämlich dafür, dass Ideen sprudeln können. Am Dienstagabend feierte der Verein sein 20-jähriges Bestehen. Und wenn neben Mitstreitern zwei Bürgermeistern der Europastadt Görlitz-Skorzelec auch der sächsische Ministerpräsident zwischen zwei Terminen in der Region einen einstündigen Zwischenstopp einlegt, um zu gratulieren, vor allem aber um zu danken, dann muss da etwas sein, was nicht alltäglich ist. Am Dienstag feierte der Verein Ideenfluss sein 20-jähriges Bestehen im Gleis 1, Kulturpunkt der ehemaligen Metro-Bahngaststätte im Hauptbahnhof Görlitz. Die Dankeschönfeier gab es für Mitstreiter, Unterstützer und Wegbegleiter, so Vereinsvorsitzende Birgit Bältle. Einen Rückblick wollte sie nicht geben, dafür sorgten große Bildschirme im Raum. Auf diesen waren Projekte abgebildet, die der Verein in über 20 Jahren aus der Taufe gehoben und betreut hat. Aus Ideen werden Märkte, so heißt ein Marketingspruch. Im Gleis 1 flossen viele Ideen. Aus einigen davon wurde weitaus mehr. Neben dem Dank, den Ministerpräsident Michael Kretschmer und Bürgermeister Benedikt Hummel dem Verein, speziell aber der bescheidenen Powerfrontfrau entgegenbrachten, überzeugten sich die Politiker unter anderem in einem großen Arbeitsraum hinter dem Veranstaltungssaal voller Bildschirme und technischer Raffinessen, welche Potenziale hier noch schlummern oder bereits zu Märkten geworden sind. Kulturell wurde die Feier gestaltet von den grünen Damen des Kaktus Club, die zunächst, wie könnte es anders sein, den bekannten kleinen grünen Kaktus besangen. Vincent Frommer, seines Zeichens Zauberkünstler und Mentalist, verblüffte die etwa 50 Anwesenden mit dem Blick in die Gehirne zweier Protagonisten. Während die Gäste im Garten zu Häppchen und Gegrillten griffen, stimmte die Country-Rock-Band aus der Stadt der Türme Görlitz, das Duo Zenker und Co., ihre Gitarren und ließ für die Zuschauer der Lausitzwelle schon mal ein paar Töne erklingen. Vom 6. bis 8. Juli fand das Via Thea in der Europastadt Görlitz-Skorzelec statt. Es handelt sich um ein fesselndes Straßentheaterfestival mit talentierten Künstlern aus aller Welt, die mit ihren Auftritten und Shows die Plätze der Straßen der Stadt zur Bühne verwandelt haben. Dieses Jahr gab es außerdem eine Besonderheit beim Via Thea. Die Zwillingsstädte Görlitz und Skorzelec feiern 25 Jahre als Europastadt. Europa ist die Zukunft unserer Städte, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Gefeiert wurde die Vielfalt in der Europastadt und die Magie des Straßentheaters. Mit beeindruckender Akrobatik, mitreißenden Musikdarbietungen, interaktiven Performances und vielem mehr. Das Via Thea war einmal mehr ein Event voller Magie, Kreativität und unvergesslichen Momenten. Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wurden wieder die Brandenburger Fußball-Landesmeisterschaften der Werkstätten für behinderte Menschen ausgetragen. Gastgeber war in diesem Jahr das Elsterwerk in Herzberg-Elster. 10 Mannschaften aus ganz Brandenburg traten in der Werner-Seelenbinder-Sportstätte gegeneinander an. Gespielt wurde in 2 Gruppen auf jeweils halbem Feld. Das Herzberger Team vom Elsterwerk kämpfte sich bis ins Halbfinale und musste sich dort der Mannschaft aus Cottbus geschlagen geben. Ein eindeutiger Sieg gegen Eberswalde sicherte am Ende den Herzbergern einen wohlverdienten 3. Platz. Das Finalspiel bestritten am Ende Cottbus und Templin. In der Nachspielzeit hatten die Templiner dann die Nase vorn. Sie vertreten Brandenburg nun im September bei den Bundesmeisterschaften in Duisburg. Weiter geht es jetzt mit den Kurznachrichten aus der Lausitz. Bei diesen Temperaturen draußen zu arbeiten, ist für viele Körper sehr herausfordernd. Dennoch gibt es sie, die Menschen in den sogenannten grünen Berufen, die sich beispielsweise um unsere öffentlichen Parks kümmern.
Und für genau Sie gibt es gute Nachrichten, denn Ihre Arbeit wird künftig in den Landkreisen Bautzen und Görlitz höher honoriert. Diese und weitere News aus Ostsachsen und Südbrandenburg folgen jetzt. Für die Arbeit in Gärten und Parks, auf Sportplätzen und Friedhöfen, in den Landkreisen Bautzen und Görlitz gibt es jetzt mehr Geld. Der Lohn im Garten- und Landschaftsbau steigt in diesem und im kommenden Jahr in zwei Schritten um 9,8%. Das teilt die IG Bauen Agrar Umwelt mit. Auch Azubis profitieren davon. Das erste Lohnplus von 5,9% gebe es bereits in diesem Monat. Außerdem erhalten Beschäftigte der sogenannten grünen Branche in 2023 und 2024 noch eine Inflationsausgleichsprämie von je 250 Euro. Der Stundenlohn für Fachkräfte liege jetzt bei 18,87 Euro. Bereits im Sommer kommenden Jahres steige er auf 19,61 Euro. So die IG Bau. Die Verkehrssituation in der Stadt Weißenberg und ihren Ortsteilen ist nahezu unerträglich. Das wurde jetzt auf einer Einwohnerversammlung mit einem Vertreter des sächsischen Verkehrsministeriums deutlich. Der begonnene Neubau der Brücke Wasserkretscham unter Vollsperrung verschärft die Situation zusätzlich. Und diese Arbeiten sollen bis Anfang 2024 dauern. Für Bürgermeister Jürgen Arlt ein unverständlich langer Zeitraum. Noch bis zum September kommt die Sperrung der Bundesstraße 6 bei Eiserode hinzu, die starken Umleitungsverkehr mit sich bringt. Da es zwischen Weißenberg und seinen Ortsteilen kaum Radwege gibt, stellt auch das Fahrrad keine vernünftige Alternative dar. Am 1. August endet die Bewerbungsfrist, um den Medienpädagogischen Preis der Sächsischen Landesmedienanstalt SLM und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus in diesem Jahr Kitas, Schulen, außerschulischen Einrichtungen und Weiterbildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung sowie Einzelpersonen und Gruppen in Sachsen sind aufgefordert, sich mit einem Medienprojekt oder medialen Bildungsangebot in einer der vier ausgeschriebenen Kategorien zu bewerben. Insgesamt werden 16.000 Euro an Preisgeldern bereitgestellt. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte im Netz auf slm-online.de. In Lauchhammer fand der alljährliche Stadtjugendfeuerwehrtag statt, bei dem Jugendfeuerwehrmannschaften gegeneinander antreten. Insgesamt nahmen 11 Mannschaften am Wettbewerb teil. Als Wettkampfstätte diente das Gelände der Oberschule am Wehlenteich im Lauchhammer Mitte. Auf dem Programm standen die Disziplinen Löschangriff nass, Gruppenstaffette, Schnelligkeitsübung und 5x80 Meter. Der Jugendfeuerwehrtag dient der Stärkung des Teamgeistes von Jungfeuerwehrleuten und der Verbesserung von Fähigkeiten im feuerwehrtechnischen Bereich. Außerdem können sich an diesem Tag die Mannschaften der Jungwehren miteinander messen. Die Hans-Nadler-Grundschule Gröden beim europaweiten Englischwettbewerb The Big Challenge. Linus Wobst aus der Klasse 6 belegte in dem Wettbewerb in diesem Jahr den zweiten Platz von fast 3000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern im Land Brandenburg. Er erhielt dafür einen Pokal sowie verschiedene Sachpreise und kann sich außerdem über Platz 16 der fast 12.000 deutschlandweit teilnehmenden Schüler freuen. Seit vielen Jahren beteiligen sich die Kinder der 5. und 6. Klasse der Hans-Nadler-Grundschule Gröden an diesem Wettbewerb. Darin wird Wissen über die englische Sprache, Grammatik, Orthographie, Geschichte, Geographie und landeskundliche Besonderheiten in insgesamt über 50 multiple Choice-Fragen geprüft. Martina Wussack wurde vom Leichtathletikverband Sachsen mit der Ehrenplakette ausgezeichnet. Sie war ihr Leben lang dem Sport und vor allem der Leichtathletik verbunden. Von 2004 bis Anfang 2023 leitete sie die Abteilung Leichtathletik des Sportclubs Hoyerswerda. Heute ist sie noch als stellvertretende Abteilungsleiterin beim SC Heuwoi und steht dem neuen Abteilungsleiter Sven Müsigbrott unterstützend zur Seite, heißt es vom Sportclub. Wie jedes Jahr kurz vor den Ferien haben die jüngsten Schüler des Spremberger Erwin-Strittmatter-Gymnasiums Kriegsgräber gesäubert. Darauf sind die im Zweiten Weltkrieg gefallenen deutschen und sowjetischen Soldaten aufgeführt. Sie wurden dazu von Mitgliedern des Vereins zur Förderung der Neugestaltung des Georgenberg-Friedhofes angeleitet und bekamen auch Hintergrundwissen zur Situation am Ende des Zweiten Weltkrieges in Spremberg sowie zur allgemeinen Bedeutung des Georgenberges, heißt es aus dem Rathaus. Unterstützung erhielten die Schüler von zwei ukrainischen Frauen, die seit einiger Zeit in Spremberg leben und von der Putzaktion gehört hatten. In der ersten Ferienwoche in Brandenburg lädt der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft ein zur Wildbienenwoche.
Gemeinsam mit dem Bienenbogenprojekt des Forschungsinstitutes für Bergbau-Folgelandschaft will man dem Wesen der äußerst nützlichen Tiere auf die Spur kommen. Verschiedene Veranstaltungen versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Vom Entdeckertag für Groß und Klein bis hin zur Exkursion in die Natur. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Ausführliche Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.bienenbogen.de. Hashtag Why. Diese Marke ist spätestens seit dem gewonnenen Dresdner Marketingpreis in aller Munde in der Zusestadt. Mit vielen Aktionen und Aktivitäten haben die Macher das Image von Hoyerswerda verändert und zeigen, wie man Wandel im Allgemeinen und Strukturwandel im Speziellen richtig gut kommuniziert. Mit ihrem Podcast-Projekt Hashtag Why Smalltalk kommen beispielsweise Menschen aus Hoyerswerda selbst zu Wort. In der nächsten Folge, die in den kommenden Tagen veröffentlicht wird, war Robert Böhme, der Initiator des Ganzen, im Gespräch mit Janine Bauer und Alexander Schade, die Sie sicher schon aus unserer Drehscheibe und aus dem Lausitzwelle Radio kennen. Und wie dieser Podcast entstanden ist, sozusagen das Making-of, das haben wir jetzt exklusiv für die Drehscheibe Lausitz-Zuschauer vorab. Viel Spaß! Ein Podcast ist eine Serie von Video- und Audiofolgen, die im Internet abrufbar ist. Und genau solch einen Podcast gibt es jetzt von der Stadt Hoyerswerda, den Hashtag WhySmalltalk. Initiator Robert Böhme hat das Format mit seinen Kollegen ins Leben gerufen und für die 14. Folge war er dafür mit Janine Bauer und Alexander Schade von der Lausitzwelle im Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Why Smalltalk. Heute bin ich in den heiligen Räumen der Lausitzwelle. Mit Neugier für die Menschen der Stadt interessierte ihn bei Lausitzwelle vor allem die Arbeit mit den Stars, die hier manchmal vorm Mikro sitzen. Hey, ich bereite mich natürlich auch auf so eine Smalltalks vor. Ich habe dich das schon mal so ein bisschen gefragt, natürlich, aber wie macht ihr das? Gerade Beispiel Olaf Schubert oder wie geht ihr da vor? Wie macht ihr das? Ja, ist Recherchearbeit schon dabei. Es ist natürlich Augen und Ohren offen halten, wie ich schon gesagt habe. Man einfach, dass man das Ohr so ein bisschen in der Region hat, an der Bevölkerung hat, was wird so erzählt, wer ist bekannt oder nicht bekannt, über wen wird erzählt. Und das weckt einfach die Neugier. Und irgendwann rücken wir dann mal aus und dann wird da nachrecherchiert und nachgefragt und da wird der eine oder andere dann auch gefunden. Und das macht natürlich dann Spaß, rauszukriegen, was da noch dahinter steckt. Was auch aber immer ganz spannend ist, muss ich sagen, auch mal einfach ein bisschen unvorbereiteter an die Sache rangehen. Das macht alles viel spontaner und viel lockerer. Tatsächlich einfach schauen, was auf einen zukommt. Fragen ergeben sich in so einem tollen Gespräch sowieso von alleine. Was ist denn für euch das Besondere an diesem Reporter-Dasein hier in der Region? Also erstmal, dass man die Region ja nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernt. Man ist ja da ja quasi mittendrin statt nur dabei. Und jeder Tag ist einfach anders. Also es gibt ja jeden Tag neue Nachrichten, neue Sachen, nach denen man recherchiert. Und Leuten, denen man sich trifft, da sind wir wieder beim Thema. Also dass einfach kein Tag gleich ist, das ist total spannend, finde ich. Genau so ist es. Man muss Menschen mögen. Das ist eine gute Voraussetzung auf jeden Fall. Und es ist ja, ich komme ja aus dem Metier freie Rede und Moderation. Und das ist meine Berufung, sehe ich darin, andere ganz einfach in die Sichtbarkeit bringen zu können. Menschen kennenzulernen und denen einfach zu helfen, auch bekannter zu werden oder einfach mal ihre Dienstleistung in den Fokus zu rücken. Und das ist einfach das, was Spaß macht dabei, anderen zu helfen, sichtbar zu werden. Selber ist gar nicht so wichtig, aber den anderen halt zu helfen. Bereits den renommierten Dresdner Marketingpreis konnten Böhme und seine Mitstreiter abräumen, begründet bei all den Aktionen, die sie für die Stadt gestartet haben. Also wir haben ja einen Podcast, das ist That's Why, das ist wirklich, den findet man auf allen möglichen Plattformen. Wir haben aber noch ein besonderes Projekt, das ist unser Smalltalk. Das ist auch wie ein Podcast, aber das ist wirklich nur Interviews und der ist exklusiv auf unserer www.daumy-Seite, weil wir wollen natürlich mit ganz vielen Akteuren, die natürlich bei diesem Wandel in Hoyerswerda mitmachen, sind ja ganz viele, die wollen wir integrieren, die wollen wir gerne interviewen, mit denen wollen wir sprechen, wie die zu verschiedenen Themen stehen und das binden wir dann auf unserer Seite ein und das Besondere da ist dann natürlich, dass die das dann über ihre Netzwerke teilen. Das hat den Vorteil, dass wir die natürlich ein bisschen pushen, aber auf der anderen Seite pushen die auch unsere Seite wieder. Also immer mehr Leute lernen, da gibt es das Smalltalk, gibt es diese Down-Y-Seite, wo einfach mal spielerisch dieser Strukturwandel im Kontext mit diesen weichen Faktoren, also Kultur, Wohnen, Leben, alles miteinander verbunden wird. Genau, und das ist es eigentlich auch schon. Obwohl Janine und Alexander Radio- und Fernseherfahren sind, war es für beide trotzdem eine neue, aufregende Erfahrung, für den Podcast vorm Mikro zu stehen. Also ich fand es total aufregend und total interessant, weil wir wussten ja jetzt nicht, was an Fragen auf uns zukommt.
Und es hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Man vergisst dann einfach ganz schnell, dass das alles tatsächlich aufgezeichnet wird und redet frei von der Leber weg. Ich fand es eine tolle Erfahrung. Kennen wir ja sonst nie so mit dem Aufzeichnen, ne? Dass das dann hinterher sich mal... Nee, wir arbeiten ja in der Regel hinter den Kulissen. Ja, dass das jemand sich dann anguckt und solche Sachen. Also, sehr ganz spannende Geschichte, wirklich wahr. Und mal eine ganz neue Erfahrung, mal auf der anderen Seite auch zu stehen. Vor allen Dingen in dem Zusammenhang mit Hoyerswerda, Why, finde ich das ein ganz tolles Projekt und dass wir Teil davon sein dürfen, stark. Danke nochmal, Robert Böhme. Absolut, wir gehen jetzt in die Geschichte ein. Naja, und wir haben jetzt mit der Folge hier, mit der Lausitzwelle mit euch, jetzt schon die 14. Folge innerhalb von, ja, 3 Monaten, ne? Und das wächst und wächst und wächst. Und wir sehen wirklich, wenn wir schauen, die Klickzahlen sehen wir, wenn wir so einen Smalltalk hochladen und dann die Akteure das dann über ihre internen Netzwerke teilen, sehen wir dann auch den Peak. Also wir sehen dann, dass dort dann auch die Klickzahlen von der Seite an dem Tag oder an den Tagen dann auch hochgehen. Ne? Und es funktioniert wirklich gut und es ist einfach ein Netzwerkinstrument. Wir werden das so lange machen, wie es geht natürlich. Also die Seite ist jetzt da und es gibt ja ganz viele tolle Akteure hier in der Stadt und auch in der Region. Und die werden wir Stück für Stück abgrasen. So produktiv, wie die Stadtentwicklung auf diesem Feld voranschreitet, kann man gespannt sein, wie es weitergeht mit Hashtag Y, Wandel in Hoyerswerda. Sie sind auf der Suche nach einer spannenden und flexiblen Tätigkeit als Transportunternehmer? Dann haben wir für Sie genau das Richtige. Die Weigro GmbH sucht selbstständige Kurierfahrer für die wöchentliche Auslieferung des Wochenkurier im gesamten Verbreitungsgebiet Sachsen. Seien Sie Teil unseres dynamischen Teams und bringen Sie den Wochenkurier zu unseren Zustellern. Als Kurierfahrer bei Weigro GmbH profitieren Sie von einem wöchentlichen Dauerauftrag und somit Planungssicherheit wie Abfahrtszeiten beginnend ab Donnerstag bis Samstag. Melden Sie sich per E-Mail unter kontakt@weigro.info oder über unser Kontaktformular www.weigro.info. Weigro GmbH, Ihr zuverlässiger Partner für die wöchentliche Auslieferung und Verteilung des Wochenkurier. Es geht drunter und drüber, alles kopfüber, wer blickt da noch durch? Total verwirrend, DAX, ETF, Fonds, NFT und Sparschwein passé? Total verwirrend, Anlagen breit streuen, Gold oder Bitcoin, wo greife ich zu? Total verwirrend. Verwirrende Zeiten brauchen klare Finanzen. Sparkasse. Weiter geht es mit den Polizeimeldungen. Bereits in der Nacht auf Samstag kam es in Görlitz zu einer wüsten Schlägerei mit 8 Verletzten. Die Ermittlungsbehörden haben dazu nun eine gesonderte Ermittlungsgruppe eingerichtet und suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Mehr dazu jetzt. In der Nacht zu Samstag kam es in der Clara-Zetkin-Straße in Görlitz zu einer Schlägerei mit 8 Verletzten. Die Kriminalpolizei führt dazu Ermittlungen wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls von Landfriedensbruch durch. Infolge der ersten Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Görlitz 5 Haftbefehle. Zur Aufklärung des Sachverhaltes hat die Kriminalpolizeiinspektion Görlitz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder die selbst Video- und Bildmaterial angefertigt haben, dies im Hinweisportal der sächsischen Polizei mitzuteilen. Personen, welche an dem Abend ebenfalls geschädigt wurden und bisher keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich über das Hinweisportal zu melden. Zu finden ist das Portal unter www.sn.hinweisportal.de. Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstagmittag gegen 11.20 Uhr ein Ford im Bereich des Westbogens in Elsterwerda von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der augenscheinlich nicht verletzte Fahrer wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere tausend Euro. Am frühen Donnerstagmorgen hatten gleich 3 Fahrzeuge unfreiwilligen Kontakt mit verschiedenem Dammbild. Auf einer Landstraße bei Hirschfeld kollidierte ein Auto mit Rehen. Nur kurze Zeit später hatte ein VW bei Großthiemich dasselbe Problem. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von jeweils etwa 4.000 Euro. In Coswig erfasste am Donnerstagmorgen ein Mercedes ein Reh auf einer Landstraße. Der Vierbeiner verendete. Hier entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag kurz nach Mitternacht die Terrasse an einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Altdöbern in Brand. Die angrenzende Wohnung ist weiterhin bewohnbar, da das Feuer nicht in die Wohnung übergreifen konnte.
Auf der Terrasse befanden sich mehrere Gartenmöbel und Pflanzen, welche durch das Feuer komplett zerstört wurden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Mein Kollege Alexander Schade hat heute Morgen im Lausitzwelle Radio dieses Wetter als sein absolutes Sommerwunschwetter bezeichnet. Wie das unsere Experten aus der Redaktion sehen und vor allem, wie es in den kommenden Tagen wird, das hören wir gleich. Natürlich gleich in Verbindung mit Veranstaltungshinweisen für die Lausitz. Davor wird's Zeit für ein wenig Geschichte im Lausitzwelle-Kalenderblatt. Und weil man bei diesem Wetter eigentlich nur ans kühle Nass, an Wasser und ans Schwimmen denken kann, gehen wir heute genau 14 Jahre zurück ins Lausitzer Seenland. Wer oder was dort erstmalig schwamm, erfahren Sie jetzt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am Geierswalder See ist am 13. Juli 2009 das erste schwimmende Haus zu Wasser gelassen worden. Die Stahlglaskonstruktion war aus drei vorab gefertigten Einzelteilen in unmittelbarer Nähe des Hafens aufgebaut worden. Am frühen Nachmittag schwebte der riesige Ponton ins Hafenbecken. Nachdem der Ponton verzurrt war, begann man das Haus zu sichern. Um kurz nach 3:30 kam der Augenblick, auf den viele der Zaungäste mehrere Stunden gewartet hatten. Die Arche wurde angehoben und schwebte über das Hafenbecken. Das passgenaue Aufsetzen auf dem Ponton eine letzte Herausforderung für die Erbauer, die letztendlich aber ohne größere Probleme geklappt hat. Im Anschluss wurde die gesamte Konstruktion zum Liegeplatz geschafft. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Falls Sie sich für Fotografie oder für das Museum der Fotografie in Görlitz interessieren, besuchen Sie doch gerne die spezielle Ausstellung des Berliner Fotografen. Gerhard Kassner zeigt die Stars der Berlinale, die auch in den Filmen mit Erfolg mitgespielt haben, die in Görlitz, auch bekannt als Görliwood, gedreht wurden. Die Ausstellung kann man am Freitag und Samstag von 12 bis 16 Uhr besuchen. Ein buntes Programm findet am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf der Bühne am Untermarkt in Görlitz statt. Sie werden herzlich dazu eingeladen, bei den Auftritten zahlreicher Tanz- und Gesangstruppen an der Bühne zu verweilen. Außerdem Schautöpfern, das sowohl große als auch kleine Gäste gleichermaßen ins Staunen versetzt, können auch die Kinder extra für sie vorbereitete Angebote nutzen. Am Wochenende vom 14. bis zum 16. Juli findet in Solschwitz bei Wittichenau das alljährliche Dorffest statt. Am Freitag wird mit den Feuerwehrwettkämpfen begonnen und anschließend ist ab 21 Uhr Wenger Wenger für die Disco eingeladen. Am Samstag findet mittags das Elfmeterturnier mit Mannschaften aus der Region statt. Ab 22 Uhr beginnt endlich die große Party im Herzen der Lausitz. Es sind drei Floors zur Verfügung, der Techno-Floor, der Schlager-Floor und natürlich die Mainstage. Auf dem Main-Floor legen die DJs Black Krause, The Holy Santa Barbara, Two Elements und Zero auf. Und auf dem Streets Kids Floor, Zani, Mitrix, Nogge und Extaso. Am Sonntagvormittag finden die Kinderwettkämpfe statt, bei denen es sogar Preise zu gewinnen gibt. Nachmittags beginnt das große Festprogramm der Solschwitzer Frauen, Kinder und der Jugend. Dabei kann man sich einen Kaffee und einen selbstgemachten Kuchen schmecken lassen. Am Abend findet dann noch eine Disco zum Ausklang statt. Heute Morgen begrüßte uns ein strahlend blauer Himmel mit ein paar Wolken. Am Nachmittag wurde es dann noch etwas windiger und teils bewölkt. Die Höchsttemperaturen lagen heute bei 27 Grad. Auch am späteren Abend gibt es noch einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Nacht hingegen bleibt klar und die Temperaturen sinken auf 18 Grad. Morgen startet der Tag im Flachland ebenfalls mit strahlendem Sonnenschein. In Richtung Nachmittag ziehen sich dann ein paar Wolken über den Himmel. Trotzdem steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad an. Am Abend wird der Himmel klar und auch in der Nacht kann man Sterne beobachten. Die Temperaturen sinken dabei nur auf 20 Grad. Auch im Bergland der Lausitz fängt der Tag sehr sonnig an, setzt sich aber in einem Mix aus Sonne und Wolken fort. Am späten Nachmittag wird der Himmel wieder klar und die Temperaturen steigen auf 23 Grad.
Auch die Nacht zum Samstag bleibt klar. Die Temperaturen sinken nur auf 20 Grad. Das heißt, die Ventilatoren und Klimaanlagen können also wieder angeschaltet werden. Der Samstag beginnt mit einem strahlenden Sonnenschein und einem leichten Wind. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über wolkenfrei und es kommt zu Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad. Was auch immer Sie draußen planen, denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und daran, viel zu trinken. Am Abend wird der Wind noch etwas stärker, die Nacht bleibt aber wieder klar und die Temperaturen sinken auf 19 Grad. Am Sonntagvormittag kann man vereinzelte Schauer und einen auffrischenden Wind erwarten. Im Laufe des Tages bleibt der Himmel aber klar und die Sonne zeigt sich bei einer Höchsttemperatur von 27 Grad wieder von ihrer besten Seite. Auch die Nacht bleibt wolkenfrei und die Temperaturen sinken auf 18 Grad. Liebe Zuschauer, das waren alle Meldungen für heute. In der Drehscheibe Lausitz geht es hier am Anschluss weiter mit Kommentiert, unserem Kommentar der Woche. Und weil die sächsischen Ferien gestartet sind und viele erwachsene Lausitzer nun auch Urlaub haben, spricht heute Gerald Swarowski, Professor an der Staatlichen Studienakademie Bautzen, eben davon und worauf man achten sollte. Ich sage jetzt Tschüss, bis morgen um 18 Uhr zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen und natürlich jederzeit auf lausitzwelle.de im Livestream. Auf Wiedersehen! Kommentiert. Ich stehe mal wieder im Stau, natürlich auf der A4. Bis Dresden ist es nicht mehr weit, aber den Termin kann ich wohl vergessen. Und dabei bin ich extra frühzeitig zu Hause losgefahren, 40 Kilometer bis in die Landeshauptstadt, das sollte doch in einer Stunde zu schaffen sein. Mit dem Trilex wäre mir das möglich gewesen, ich hätte den Zug nutzen sollen. Aber nicht jeder kann so bequem wie wir Skiböcker von der Haustür nach Dresden fahren. Viele kommen vom Dorf, dort muss man erst zur Haltestelle des Busses laufen, dann zum nächsten Umsteigepunkt zur Bahn fahren, dort auf den Zug warten, das kann dauern. Und ob ein Zug kommt, das hängt stark von der Uhrzeit des Fahrtwunsches ab. Wer am Wochenende bzw. zur Spät- oder Nachtschicht zur Arbeit muss oder aber auch mal nur so abends in Dresden ein bisschen bummeln, nett essen gehen oder zu einer Kulturveranstaltung will, der hat in der Regel keine Chance. Also bleibt nur das Auto. Ich stehe mal wieder im Stau und denke darüber nach, dass mir doch von der Politik versprochen wurde, der sechsspurige Ausbau der A4 östlich von Dresden kommt, es sei nur noch eine Frage der Zeit. Okay, bis ich heute in Dresden ankomme, ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Aber ich werde zumindest irgendwann mal am Ziel sein. Neben mir tuckern LKWs unaufhörlich. Auch die PKWs warten nun schon fast 30 Minuten. Viele mit laufenden Motoren. Schließlich herrscht draußen Frost. Da lässt man den Motor an, um sich nicht zu erkälten. Ich habe zum Glück eine Sitzheizung, die wärmt ein wenig nach. Denn wenn ich im Hörsaal angekommen sein werde, werde ich mich mit 19 Grad begnügen müssen. Wir haben schließlich eine Energiekrise zu bewältigen. Energie ist bei meinen Staugedanken das Stichwort. Irgendwie habe ich den Eindruck, die Politik, vor allem die in Berlin, tut im Moment alles, um die Energie der Bürger in die falsche Richtung zu lenken. Immer weniger nachvollziehbare Entscheidungen werden getroffen. Immer weniger wird auf die Sorgen der Bürger gehört. Irgendwie wird auch unsere Region immer weniger beachtet, wenn man mal davon absieht, dass aktuell irgendwo noch ein paar Kohleausstiegsmillionen unters Volk gebracht werden, deren Zusammenhang mit und deren Wirkung für den Strukturwandel mir aber zumindest an vielen Stellen sehr fraglich erscheinen. Warum ist das so? Warum hält die Politik ihre Zusagen nicht ein und verärgert so immer mehr auch Gutwillige? Warum hat sich alles so von der Realität entkoppelt? Ich kann diese Fragen für mich nicht beantworten. Aber ich weiß, 2024 sind wieder Kommunal- und Landtags- und 2025 Bundestagswahlen. Und wenn es nicht endlich gelingt, auf allen Ebenen die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, dann werde ich in den kommenden Jahren im Stau auf der Autobahn über ganz andere Dinge nachdenken müssen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.